Hallo und herzlich willkommen zu Unterrichtsmanagement mit der neuen Classroom App. Heute in Teil 2 geht es um die Organisation. Mein Name ist Fabian Bergwitz und ich bin Lehrer in einem Gymnasium in Weinheim und möchte Ihnen heute die neueren Funktionen der Classroom App zeigen. Dabei soll es zunächst um die Gruppeneinteilung gehen. Hier geht es um die neueren Einstellungen, also was hat sich verändert im Vergleich zur letzten App. Und ein Schwerpunkt darauf, Dateimanagement mit der Classroom App. Also wie kann ich als Lehrer Dateien verteilen, also auch wie kann ich diese Dateien wieder zurück einsammeln. Dazu gibt es verschiedene Möglichkeiten. Zunächst schauen wir uns an, wie man Gruppen erstellen kann. Dazu befinden wir uns in der Oberfläche der Klasse. Also das heißt, ich habe in der Klassenübersicht schon eine Klasse ausgewählt. In dem Fall ist es die Klasse 8b, die man hier dran erkennen kann. Und ich sehe hier meine Testschüler. Jetzt gibt es den Button hier unten Neue Gruppe. Also es hat sich etwas verändert. Da diese Seitenleiste hinzugekommen ist, befinden sich manche neue Funktionen hier links. Und hier unten tippen wir einfach auf den Button. Nun erscheint ein Fenster, in der ich die Möglichkeit habe, die Namen für die Gruppen auszuwählen. Das kann beispielsweise sein, dass ich bestimmte Materialien direkt zuordne. Ich kann sie auch einfach Station 1, 2, 3, 4 nennen. Je nachdem kann ich einfach in dieses Namensfeld tippen, auf OK auswählen und dann ist diese Gruppe angelegt. Nun habe ich die Möglichkeit, die verschiedenen Schüler auszuwählen. Entweder ich gehe hier unten, wähle alle aus, dann werden mir alle Schüler diese Gruppe zugeteilt, was in dem Fall vielleicht nicht so viel Sinn macht. Ich kann jetzt einfach auf diese oberhalb der Namen drauf tippen, also zum Beispiel bei der Lise hier drauf tippen, dann würde hier so ein kleiner blauer Haken angezeigt werden, dass dieser Schüler ausgewählt ist, um diese Gruppe zu kommen. Hier gleich eine Besonderheit: Ich kann auch Schüler auswählen, die offline sind. Also ich kann diese Gruppeneinteilung zum Beispiel von zu Hause schon vornehmen, ohne dass die Schüler direkt bei mir im selben Raum sind. Da kann ich ganz entspannt bei der Vorbereitung mir verschiedene Gruppen überlegen, die direkt hier anlegen, die ich später jederzeit wieder drauf zugreifen kann. Sobald ich meine Auswahl getroffen habe, also in dem Beispiel Christian und Max in eine Gruppe haben möchte, tippe ich auf Fertig, drücke hier drauf und dann ist diese Stationsgruppe angelegt. Wenn ich das wieder rückgängig machen möchte, gehe ich auf meinen Finger, wische hier nach links in dieser Seitenleiste. Dann erscheint dieser Löschen-Button, hier draufdrücken, dann ist die Gruppe gelöscht. Ganz wichtig, die Schüler werden nicht gelöscht oder es gehen keine Daten großartig verloren. Nicht nur großartig, sondern überhaupt nicht verloren. Ich kann aber hier auf Löschen tippen, dann ist diese Gruppenzuteilung aufgehoben. Und ich habe jederzeit mir wieder alle Schüler der gesamten Klasse durch ein Antippen dieses Buttons anzeigen zu lassen. Gut, so habe ich die Gruppen vorgenommen. Kommen wir jetzt zum wichtigen Punkt, wie kann ich Dokumente verteilen oder auch wieder einsammeln. Mit Dokumenten meine ich eigentlich alle Materialien, also sei es von einzelnen Arbeitsblättern oder größeren Filmen, das ist egal, was ich verteilen möchte, letztendlich Materialien für die Schüler. Dazu gibt es auch mehrere Varianten. Fangen wir mal ganz klassisch vorne an. Ich möchte Dateien an die Schüler verteilen und zwar aus einer App heraus. Also ich kann aus den verschiedensten Apps heraus Dateien meistens exportieren oder teilen. Und was hat da Classroom mit zu tun, möchte ich hier einmal zeigen. Beispielsweise in der Foto-App, oder habe hier ein Video vorne dran, ich möchte dieses teilen mit den Schülern, dann findet man bei Apps immer dieses Symbol. Das bedeutet, dieses Quadrat mit dem Pfeil, dass ich irgendwas versenden oder exportieren möchte. Das findet man in vielen Apps, also immer danach Ausschau halten, da drauf tippen und dann kommt das übliche Teilen-Fenster. Das bedeutet, hier kann ich nochmal eine Auswahl treffen. Möchte ich wirklich nur das eine Video verschicken oder gleich auch mehr? Die hatte ich hier die Möglichkeit. Und ich habe hier unten meine Kontakte, die ich zuletzt ausgewählt habe. Was jetzt neu ist und warum ich das jetzt im Zuge von Classroom erzähle, sobald eine Klasse von mir ausgewählt wurde in Classroom, taucht sie auch hier auf dieser Seite. Und man kennt schon dieses kleine blaue Symbol. Das bedeutet, dass ich darüber AirDrop machen kann. AirDrop ist eine Möglichkeit, wie ich Dateien per WLAN und Bluetooth verschicken kann. Also es bedeutet, über WLAN und Bluetooth werden auch größere Dateien direkt versendet. Nun gibt es noch eine zweite Variante, wie ich Dateien an Schüler verteilen kann. Und zwar per Drag and Drop. Drag and Drop kennt man so ein bisschen eigentlich aus der Windows-Welt oder am Laptop, dass ich irgendeine Datei anpacke und sie zum Beispiel bei einem Ordner loslasse. Das funktioniert auch mit der Classroom-App.
Beispielsweise habe ich hier auf der rechten Seite die Foto-App übergelagert und möchte jetzt eins dieser Bilder, die ehrlich gesagt ein bisschen gleich aussehen, aber ich möchte dieses eine Bild hier einem Schüler zur Verfügung stellen. Dann bedeutet so, dass ich den Finger hier lange drauf drücke, dann ploppt es so leicht nach vorne und dann kann ich es hier rüberziehen und direkt über einem Schüler loslassen. Was passiert? Dieses Foto wird dann exakt an diesen einen Schüler versendet. Man kann es auch ein bisschen daran erkennen, dass hier so ein Plus ist. Das Plus bedeutet immer, dass die App da irgendwie mit umgehen kann, mit dieser Datei, die irgendwie einfügen kann. Daran kann ich mal erkennen, ob eine App Drag and Drop unterstützt. Das kann ich auch dahingehend nutzen, dass ich meine Apps, die ich zuletzt verwendet habe, hier einfach dieses Dockleiste hochziehe. Dann sehe ich ja schon immer Apps, die ich häufig nutze und tippe dann zum Beispiel länger auf Keynote und hier habe ich gleich mehrere Dateien zur Verfügung, die ich zuletzt benutzt hatte, also beispielsweise eine Einstiegsfolie und die kann ich ebenfalls per Drag and Drop direkt einem Schüler zuordnen. Das ist ganz praktisch, wenn es um Arbeitsblätter geht, die man gerade erst erstellt hat oder einzelne Schüler benötigen noch Dateien, habe ich hier eine ganz schnelle Möglichkeit, jemanden diese Datei zukommen zu lassen. Leider wurde die Funktion ein bisschen abgespeckt. Es war früher möglich, dass diese Dateien auch über eine Gruppe fallen lassen konnte. Das wird vielleicht mit einem neueren Update nachgeholt. Kommen wir zur letzten Variante. Ich möchte Dateien von Schülern einsammeln. Beispielsweise haben wir in der Unterrichtsstunde bestimmte Produkte erstellt und dann möchte ich diese von den Schülern wieder zentral einsammeln, damit ich die zum Beispiel zusammenfassen kann, wenn es mehrere Filmclips sind, dass ich daraus einen gesamten Film machen kann. Oder ich möchte einfach die Arbeitswerte anschauen, dann kann das teilweise recht aufwendig sein, wenn ich die einzeln per AirDrop geschickt bekomme. Deswegen gibt es hier eine elegantere Lösung. Wenn die Schüler eine Datei teilen möchten und auf AirDrop tippen, kriegen sie eine neue Option angezeigt. Also dort werden nicht die Geräte wie üblich unten diese grauen Symbole angezeigt mit dem Gerätenamen, sondern sie bekommen auch noch Personen angezeigt. In dem Fall mich als Lehrer wird hier mit dem Namen groß dargestellt. Man muss den Schülern gleich sagen, dass sie bitte auch die Person auswählen, weil wenn sie unten auf das Gerät tippen, kommt das zwar auch an, aber das ist eher die klassische Variante. Welche Auswirkungen das hat, möchte ich Ihnen gleich dann noch demonstrieren, wenn Sie auf diese Lehrkraft hier oben tippen. Wenn wir in der Übersicht sind, erscheint ein neues Symbol. Sobald die Schüler mir irgendwas geschickt haben, kommt dieses Ablagefach und direkt kleine Zahlen hinten dran, wie viele Dateien auf mich warten, wenn ich da drauf tippe. Sobald ich das antippe, ploppt ein neues Fenster auf und ich kriege eine Übersicht, welcher Schüler mir wann welche Datei geschickt hat. Jetzt kann ich einfach auf diese Datei tippen, auf diese Mini-Voransicht hinten und kann wirklich dann auswählen, wo soll diese eine Datei, wenn es zum Beispiel die erste war, soll sie in Keynote direkt geöffnet werden oder möchte ich sie lieber unter Dateien abspeichern, in zum Beispiel eine Cloud zu schieben. Das kann ich in aller Ruhe machen, dass ich immer Stück für Stück auswählen kann, wo soll die Datei abgelegt werden und ich werde nicht unterbrochen, wenn 10 andere Schüler mir die Datei schicken, sondern es wird einfach weiter angeheftet unten an diesem Ablageordner und ich habe als Lehrer die Möglichkeit, mit ganz viel Zeit mir den gescheiten Abgabe- oder Ablageordner auszuwählen. Ich kann auch alle auswählen und auch löschen, also wenn ich die Dateien schon gespeichert habe oder sie irgendwie doppelt geschickt worden sind, einfach hier auswählen und auf den Papierkorb tippen. Schon sind die Dateien gelöscht. Sobald ich die Klasse beende, gelange ich wieder in die Klassenzusammenfassung. Das bedeutet, ich bekomme hier nochmal eine Übersicht, welche Apps verwendet worden sind. Aber für uns hier in dem Fall wichtiger auch noch, welche Objekte, also welche Dateien wurden mit uns als Lehrer geteilt. Hier kann ich auf einen Blick erkennen, welche Dateien ich schon angeschaut habe, zum Beispiel diese Datei, oder welche ich noch gar nicht geöffnet habe. Die haben immer so einen kleinen blauen Punkt hier unten. Hier ist die letzte Möglichkeit, nochmal diese Dateien zu speichern. Also ich müsste die wirklich wieder antippen und nochmal speichern, damit diese nicht verloren gehen. Sobald ich auf Fertig tippe und wirklich die Warnmeldung ignoriere, sind die Dateien auch wirklich weg. Dann ist dieser Speicher sozusagen, dieser Ablageordner geleert und bis ich es wieder nächstes Mal die Klasse aufmache und die Dateien wieder neu abgelegt werden können. Also immer darauf achten, ist da noch ein blauer Punkt, habe ich die Dateien gesichert? Vielleicht ja, vielleicht habe ich das schon an einem anderen Ort gemacht und muss es nicht machen, dann kann ich die Warnung ignorieren. Ansonsten nochmal wirklich genau kontrollieren, sind die Dateien wirklich gesichert worden.
Dann vielen Dank fürs Zuhören. Es gibt noch einen weiteren Teil, das geht um das Fern- oder Mixed Schooling. Also wie kann ich Classroom nutzen, wenn nicht alle Schüler vor Ort im selben Raum sind? Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.